Monjunges wurde als Tochter von Ginsterkralle und Seidenblüte im Dünenclan geboren. Ihre Schwester war Tulpenjunges. Doch Tulpenjunges starb nach der Geburt an Schwäche, was ihre Eltern sehr traurig machte. Seidenblüte hielt es nach dem Tod ihrer Tochter nicht mehr bei den Clans aus und beschloss, ein Hauskätzchen zu werden. Deshalb wurde Monjunges fortan von ihrem Vater aufgezogen. Schnell wuchs sie heran und wurde die Schülerin Mondpfote. In ihrer Ausbildung stellte sie sich sehr geschickt an und so wurde sie bald zur Kriegerin ernannt und hieß Mohnherz. Nach der Kriegerzeremonie kam Sonnenkralle, ein junger Krieger, zu ihr. »Herzlichen Glückwunsch, Mohnherz«, sagte er zu ihr. Diese Worte ließen Mohnherz Herz gleich viel höher schlagen, denn Sonnenkralle gefiel ihr schon lange. 6 Monde später. Mittlerweile waren Mohnherz und Sonnenkralle Gefährten geworden und Mohnherz erwartete Junge. Eines Abends begann es plötzlich. Ihr Bauch tat furchtbar weh und sie hatte schon Angst, etwas würde mit den Jungen nicht stimmen. Doch die Heiler konnten sie beruhigen. Alles war gut mit den Jungen. Sie kamen. Die Geburt verlief glatt und kurze Zeit später waren Mohnherz und Sonnenkralle die Eltern von Rosenjunges, Bergjunges und Stacheljunges. Wegen ihrer Freude bemerkte Mohnherz gar nicht, wie die Heilerin sie seltsam anstarrte. Plötzlich wachte Mohnherz auf. Sie stand auf einer großen Wiese, auf der alles funkelte. »Wo bin ich bloß?«, dachte sie verschlafen. Eine Katze tauchte vor ihr auf. »Tulpenjunges?« Das Junge nickte. »Hallo, Mohnherz. Warum bin ich hier? Bin ich tot?« Mohnherz wurde panisch. Beruhigend schüttelte Tulpenjunges den Kopf. »Nein, keine Sorge. Du bist nur hier, weil ich dir eine wichtige Nachricht überbringen muss.« »Welche?« wunderte sich Mohnherz. »Dunkelheit wird über die Clans hereinbrechen. Du bist die Einzige, die sie noch retten kann.« »Was? Wie meinst du das?« rief Mohnherz entsetzt. Doch Tulpenjunges schien sich vor ihren Augen aufzulösen. Zitternd wachte Mohnherz auf. Um sie herum kreischten Katzen und der Geruch von Blut lag in der Luft. »Oh, bitte lass es nur ein Traum sein«, flehte sie. Doch als sie den Bau verließ, musste sie sehen, dass sie nicht mehr träumte. Eine riesige Gruppe Streuner griff das Lager an. Sofort suchte sie auf dem Schlachtfeld nach Sonnenkralle. Da wurde sie plötzlich nach hinten gerissen. Sie wollte schon ihre Krallen ausfahren, da hörte sie Sonnenkralles vertraute Stimme. »Geh sofort wieder zurück in die Kinderstube. Du bist zu schwach zum Kämpfen und musst auf die Jungen aufpassen.« »Die Jungen!« Erschrocken rannte Mohnherz zurück in die Kinderstube. Doch mit den Jungen war alles in Ordnung. Sie schliefen in ihren Nestern und schienen von dem Kampf um sie herum gar nichts mitzubekommen. Der Kampf war gewonnen, die Streuner waren fort. Doch es hatte viele Opfer gekostet. Taubenstern, der Anführer des Clans, war ums Leben gekommen. Mohnherz war sehr traurig, da Taubenstern schon Anführer gewesen war, als sie gerade geboren wurde. Plötzlich fiel ihr der Traum wieder ein. Dunkelheit wird über die Clans hereinbrechen. Und auf einmal wusste sie, was sie zu tun hatte.